Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's wieder weiter am Low-Budget-Camper. Und zwar habe ich heute vor eine ganz simple Lösung für eine Stromversorgung im Bus. Oh, ich glaube, heute wird es warm. Stromversorgung im Bus heißt immer, oh mein Gott, Kabellage, irgendwelche Wechselrichter und Solaranlage und Pipapo und hast du nicht gesehen. Aber dieses System, ich sag mal System, ist so simpel, da braucht man den ganzen Krempel nicht und ist auch mit den Verkabeln und so ist auch immer alles so, wenn man das selber macht und so, oh, Brandgefahr und so, ja, ihr kennt das. Habt da wahrscheinlich selber Bammel vor, sowas zu verkabeln. Ich auch übrigens, ich mache mir das so einfach wie möglich. Deswegen habe ich mich für eine ganz simple Variante entschieden. Ja, ich brauche hier auch keine Zweitbatterie drin oder sonst was, weil das Auto ist als Daily, wird er als Daily gefahren und wir fahren nur ab und zu mal damit weg, mal Wochenende, vielleicht mal eine Woche oder so. Und deswegen habe ich mich für ein System entschieden, das nämlich so aussieht. Das Ganze ist nämlich eine Batterie quasi. Mal kurz vorab, das Ding ist von mir selber bezahlt, keine bezahlte Werbung oder Sponsorships oder was weiß ich. Trotzdem würde ich euch das Ding gerne zeigen, was ich hier verbaue. Jackery ist klar, das ist die kleine Version davon. Wir haben einen 230 Volt Anschluss, zweimal USB, wie man sieht, und 12 Volt Anschluss. Das heißt, über diese ganzen Steckdosen können wir Sachen laden bzw. anschließen. Und hier ist Input, da können wir beispielsweise ein Solarpanel anschließen oder halt zu Hause mit der Steckdose laden oder auch über 12 Volt, über, wenn man gerade unterwegs ist, kann man das Ding natürlich auch aufladen. Ich habe mich für dieses Gerät entschieden, weil ich denke, das reicht vollkommen aus. Wir wollen darüber nur eine Kompressor-Kühlbox laufen lassen, mal unsere Handys laden. Das macht man ja auch meistens nur abends oder so, also einmal am Tag, zwei Handys. Dann vielleicht mal die Akkus laden für die Drohne oder für die GoPro oder mal einen Laptop anschließen, das funktioniert auch super, habe ich auch schon ausprobiert. Rein theoretisch könnte man das schon als vollwertige Stromversorgung nutzen, weil man kriegt das Ding ja unterwegs geladen mit 12 Volt zum Beispiel über die Autobatterie, wenn man gerade unterwegs ist, aber man ist ja nicht immer unterwegs, man steht ja auch mal ein, zwei Tage und deswegen baue ich mir jetzt auch noch ein Solarpanel aufs Dach. Das sieht so aus, das ist ein 100 Watt Solarpanel mit hier Anschlüssen schon mit dran. Und das kommt jetzt hier aufs Dach, worüber ich dann diese Jackery Box aufladen kann, wenn ich unterwegs bin, wenn wir irgendwo stehen oder sonst dergleichen. Dazu braucht man natürlich noch ein Kabel. Das wäre dann quasi das Kabel dazu. Der kommt in die Box. In den Input kommt der drin und die beiden Stecker hier ans Solarmodul. Genau, das heißt, wir haben quasi nur drei Sachen, um eine Stromversorgung herzustellen. Quasi die Box, das Kabel und das Solarpanel. Ich würde sagen, ich verlinke euch auch alle drei Sachen nochmal in die Videobeschreibung, wenn ihr sowas nachbauen wollt. Nachbauen, weil viel bauen ist es nicht. Somit habt ihr dann alles drei zusammen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich werde jetzt das Solarpanel aufs Dach schrauben. Und nachher im Video werden wir das Ganze auch noch richtig ausgiebig testen. Also ich hänge da eine Kühlbox dran über mehrere Stunden. Ich werde meine Handys über mehrere Stunden, also bis es voll ist, laden. Und wie gut das Panel lädt, probieren wir auch aus, weil man hat hier wirklich eine Übersicht an dem Ding, was gerade rausgeht an Watt, also was das Ding gerade verbraucht und was wir inputten, also quasi wie wir das Ding aufladen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir fangen jetzt an mit dem Solarpanel. Ja, viel Spaß, lasst schon mal ein Like da, vielen, vielen Dank. Und dann geht los hier. So, jetzt müssen wir uns natürlich einen Platten machen, wie wir das Ding hier oben befestigen. Ich habe mir ja zum Glück hier diese Airline-Schienen aufs Dach geklebt, geschraubt auch. Und jetzt mit dem passenden Halter von bastelbus.de können wir uns eine schöne Konstruktion bauen, wie wir das Ding dann hier irgendwie festkriegen. Wir werden sehen. Es wird echt warm heute. Ich habe mir schon eine kurze Hose angezogen. Ich glaube, heute kommen wir ins Schwitzen. Aber naja. Ich hatte mir ja schon mal die Träger hier vorbereitet mit UA-Profilen. Ist nicht die schönste Lösung, ich weiß. Ich will jetzt hier auch keinen Hexenwerk draus machen. Ich werde das so übernehmen. Also davon habe ich zwei Stück, dann kommt hier noch eins hin. Und dann werde ich das Panel
einfach hier durch das Profil und durch diesen Alurahmen hier verschrauben. Ich will auch gar nicht so hoch bauen, ich will, dass hier unten noch Luft durchgeht und ja, dass einfach ein bisschen Platz ist. Man könnte das Panel natürlich auch hier oben drauf setzen, aber ich finde, das ist ein bisschen hoch. Oder? Oder doch, ich werde das auf die Profile draufsetzen, damit wir darunter einfach ordentlich Luft haben. Man sagt ja auch, unter dem Solarpanel soll ein bisschen für Belüftung gesorgt werden, weil das doch schon sehr viel Hitze aufnimmt, das Ding. Und ja. Der Witz ist, wir haben ja sogar schon Löcher drin in dem Rahmen hier und das passt genau mit den UA-Profilen überein. Na, besser geht das doch nicht, oder? Und das ist mal simpel. Müssen wir bloß verschrauben und dann hoffen, dass das dann oben mit den Airline-Schienen, also von der Verschraubung her, gut hinkommt, dass wir so ein bisschen Spiel brauchen wahrscheinlich. Aber wir werden erstmal sehen. Ich schraube es erstmal fest und dann wird das schon irgendwie hier. So, Profile sind verschraubt. Ich habe hier selbstsichernde Muttern genommen. Sicher ist sicher. Kein Bock, dass mir das Ding in der Nähe wegfliegt hier. Ja, ich würde sagen, wir bauen das Ding jetzt aufs Dach und ich hoffe, es passt so von den Verschraubungen her bei der Airline-Schienen, aber das werden wir gleich sehen. So, das passt richtig gut hier von den Löchern her. Sitzt, passt, wackelt, hat auch ein bisschen Luft. Ich verschraube das Ganze jetzt wieder mit diesem Airline-Fitting und dann ist das Ding auch schon drauf hier. Heute ist auch das beste Wetter, um das Solarpanel zu testen. Sonne ballert ordentlich. Bin ja mal gespannt, was er da so einspeist. Das Solarmodul sitzt jetzt auf dem Dach, hat ordentlich Luft unter, ist nicht die schönste Lösung mit diesen Profilen hier und so, aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist eine Dachdurchführung für die Kabel. Die Dachdurchführung habe ich leider noch nicht da, die werde ich hier vorne irgendwo hinmachen. Es ist einfach nur so ein schwarzer Kasten, wo zwei Kabel reingehen oder nach unten und das kann man dann halt sehr gut abdichten. Wie gesagt, das ist leider noch nicht da, das habe ich jetzt erst bestellt, zu spät. Aber wir können dennoch das Ganze erstmal so testen. Das werden wir jetzt auch tun. So, ich habe mal meine Kompressor-Kühlbox geholt. Dann machen wir gleich mal den Härtetest. Erstmal packen wir uns da noch ein schönes polnisches Bier rein, damit das auch kühl wird. Stecken das Ganze über 12 Volt ein. Zack, zack. Drücken hier auf On und dann geht das auch schon los. Also wir haben 100%, also die Batterie ist voll. Jetzt springt auch schon die Kühlbox an und man sieht, oh, 16 Watt verbraucht sie, oh, 30 Watt. Also jetzt sieht man genau, was rausgeht an die Kühlbox und die läuft. Aktuell 17 Grad, kühlt jetzt runter auf, ich glaube, 0. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt eingestellt habe, aber wir werden es sehen. Ja, dann werden wir gleich mal noch nebenbei mein Handy laden. Schrauben wir hier mein Handy noch ein. Zack, Handy lädt auch. Und wir verbrauchen aktuell 39 Watt.
Genau, wir lassen das Ganze jetzt 2 Stunden laufen, würde ich sagen. Jetzt ist es 10:57 Uhr. Handy hat 52%. Und ja, 1% ist schon runter von der Box. Kann sein, dass sie nicht ganz voll war. Auf jeden Fall, in 2 Stunden sehen wir uns wieder, also gleich bei euch. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und dann laden wir das Ding wieder auf über Solar. Mal gucken, wie schnell das geht. Heute ist teils bewölkt, teils sonnig. Und mal gucken, was das Ding leistet. Und hoffentlich ist dann mein Bier auch kalt. So, 2 Stunden sind um. Ich bin gespannt, was er denn verbraucht hat. Wir schauen erstmal aufs Handy. Mein Handy ist nicht voll. 85%. Lädt das überhaupt noch? Ja, wird geladen. Lädt also noch. Kühlbox ist auf 2 Grad runtergekühlt. Heißt, mein Bier müsste kalt sein. Oh, das fühlt sich gut an. Aber was haben wir verbraucht? Wir sind jetzt bei 79%. Das heißt, wir haben 21% verbraucht. Sind bei 53 Watt, weil er gerade wieder die Kühlbox nachkühlt. Natürlich kühlt die Kühlbox nicht immer auf volle Leistung, wenn sie natürlich auf ihre bestimmte Gradzahl ist. Dann schaltet sie natürlich ab. Da wir sie jetzt von 17 Grad auf 2 Grad runtergekühlt haben, hat sie natürlich am meisten Leistung verbraucht. Jetzt ist ja die Frage, ob das Solarpanel es schafft, wieder in den 2 Stunden das Ding aufzuladen. Also wir haben jetzt 78. Wir machen jetzt mal die Kühlbox aus. Jetzt stecken wir bei Input quasi das Solarpanel an und dann warten wir wieder 2 Stunden und ich bin gespannt, ob er dann wieder voll ist. Man kann natürlich, wenn man die Kompressor-Kühlbox oder Handy oder was weiß ich gerade lädt, nebenbei natürlich auch wieder die Box aufladen. Das geht natürlich, wenn man was verbraucht, kann man auch wieder was einspeisen. Das ist kein Problem. Genau, ich stecke das Ganze jetzt ein und dann bin ich gespannt, ob er den in 2 Stunden wieder voll kriegt. Aber ich denke, das schafft er. Wir haben volle Sonne jetzt gerade und ja, versuchen wir es mal. Also, wir sind jetzt bei 78% und wir laden aktuell mit. Wieso verbraucht er auch? Das raff ich gerade gar nicht. Wir laden auf jeden Fall mit 59 Watt. Okay, jetzt verbraucht er nichts mehr. Wer weiß, was er da hatte. Auf jeden Fall laden wir gerade mit 59 Watt. Wir sind auch gerade in der prallen Sonne und ja, das ist auch gut so. Na, es schwankt natürlich ein bisschen, kommt auch nicht mehr drauf an, wie das Wetter ist, wie die Wolken stehen. Aber 59 Watt ist das Maximum, was überhaupt in die Jackery-Box reingeht. Und das ist das absolute Maximum. Und das macht er jetzt auch voll hier. Also Solarpanel bis jetzt top. Jetzt ist natürlich die Frage, wie er lädt, wenn es mehr bewölkt ist. Das finden wir auch raus. Hier sind ja ein paar Wolken. Und wenn da mal eine voll drauf steht hier, dann zeige ich euch, wie viel Watt er dann einspeist. Und ja, wir lassen jetzt erstmal laden. Wir haben schon 1% geschafft übrigens. Und wir warten jetzt wieder 2 Stunden. Ich glaube, so lange brauchen wir gar nicht warten. Es ist vorher voll. Und ja, bis gleich. Und schon haben wir auch eine fette Wolke hier. Wir können gleich mal gucken. Wir laden dennoch mit 12 Watt, 13 Watt, 14 Watt, 15 Watt. Ja gut, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Man sieht's, die Sonne kommt wieder raus. Und er geht wieder voll hoch hier. Aber ich weiß nicht, warum er was verbraucht. Das raff ich irgendwie nicht so richtig. Ah, okay. Der war noch an. USB war noch an. Deswegen hat er wahrscheinlich versucht, was rauszudrücken hier. Keine Ahnung. Also funktionieren tut das ganze System schon mal. Sehr, sehr geil. Wir warten jetzt noch. Ja, wir sehen uns gleich. So, wir haben es eine Dreiviertelstunde später. Und ha, 99% lädt aktuell mit 59 Watt. Volle Leistung hier. Also ich habe nochmal im Internet geguckt, 60 Watt ist Maximum, was in diese Kiste reingeht an Ladestrom. Sprich, wir haben jetzt 45 Minuten, 40, 45 Minuten, glaube ich, waren es jetzt. Und das Ding ist wieder voll. Das heißt, nicht mal die Hälfte, nicht mal die Hälfte, nicht mal die Hälfte Ladedauer, wie wir doppelt verbraucht. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Also wir haben 2 Stunden was verbraucht und wir haben es nicht mal in der Hälfte der Zeit wieder drin. Sehr, sehr geil, hat super funktioniert. Klar haben wir heute auch richtig geiles Wetter dafür. Und es gilt halt noch rauszufinden, wie es ist, wenn man nicht so gutes Wetter hat. Bierchen ist auch noch schön kalt. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich hier die Dachdurchführung. Wir können ja schlecht immer mit offener Tür fahren hier.
mit der Dachdurchführung muss ich dann mal gucken, wie ich dann am besten rauskomme. Wäre am besten wäre ja hier irgendwo hinterm Sitz, dass ich das Kabel hier irgendwie verlegen kann. Ich muss mal gucken, wie wir das am besten lösen und wo wir dann die Box immer hinstellen. Dafür werde ich mir auch nochmal ein Regal bauen oder so. Wir werden sehen. Also mein Fazit zu dem Setup. Setup ist ja ein bisschen hochgegriffen, aber was ich jetzt hier verbaut habe, ist top. Es funktioniert genau so, wie ich das haben wollte. Und ich brauchte mir nur ein Solarpanel kaufen, nur ein Kabel dazu und diese Box, die Jackery-Box. Wem das Ganze natürlich nicht reicht, das ist die kleine Variante mit 200 Watt, glaube ich, gibt die maximal aus. Ist, glaube ich, mit 240 Wattstunden angegeben. Ich habe da nicht so wirklich einen Plan von. Auf jeden Fall gibt es davon noch größere Boxen, aber die natürlich auch dann teurer sind. Und ich habe mir gedacht, die kleine Box reicht eigentlich für meine Zwecke. Den Langzeittest müssen wir natürlich noch machen. Wir wollen wirklich jetzt in 2, vielleicht 3 Wochen mal wegfahren, über mehrere Tage, mal nach Dänemark, Schweden eventuell. Mal gucken, wissen wir noch nicht genau. Und da können wir das Ganze dann richtig testen. Ja, und ich muss jetzt echt noch richtig einen Schlag reinhauen, wenn wir wirklich in 2 Wochen dann losfahren wollen. Weil wir brauchen die Fenster noch, wir müssen die Sitzbank einbauen, wir müssen uns eine kleine Küche bauen, beziehungsweise eine kleine Stelle, wo wir dann abwaschen. Das Ganze werde ich dann hier quasi hier an der Schiebetür machen, so ein bisschen überlappt hier übers Bett drüber. Waschbecken, dann brauchen wir für Frischwasser und für Abwasser einen Tank. Dafür habe ich mir schon ein Set bestellt, ist auch schon da. Das wird dann quasi das nächste Video, wie wir uns hier so eine kleine Mini-Küche machen. Dann alles verkleiden, die Decke, das hier hinten verkleiden, das Bett fertig machen, noch irgendwelche Ablagen bauen. So kleine Schränke und sowas, dass man ein bisschen Verstaumöglichkeit hat. Da muss ich echt einen Schlag reinhauen, dass ich das schaffe. Ich habe zum Glück Urlaub, also hätte ich keinen Urlaub, würde ich das auch nicht schaffen. Gut Leute, haut rein. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick bringen, was man noch so machen kann, stromtechnisch im Van, Bus, Camper, wie auch immer. Wie gesagt, Langzeittest werden wir sehen. Und ich habe alle 3 Sachen, habe ich nochmal unter der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr das bestellen wollt. Somit verabschiede ich mich dann auch wieder von diesem Video. Leute, haut rein, macht's gut, schön, dass ihr dabei wart. Likey, Kommentari und Abonnenti noch da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, adieu. Thank you.